Peace, Leute, und was geht ab? Heute spielen wir ein Logo Run. Das heißt, wir haben hier immer zwei Beispiele und müssen das Richtige erkennen. Wenn es richtig ist, können wir einfach durch. Wenn es falsch ist, werden wir sterben. Ja? Bleibt dran, um zu schauen, wie schlau wir sind. Seven up. Wir fangen mal an. Ich würde das linke nehmen, weil diese Blubberbläschen, glaube ich, sind nicht vollständig ausgemalt. So. Adidas. Ist, glaube ich, auch hier, ne? Ist klar, glaube ich. Among Us. Ich glaube, da sind nicht so kleine Männchen oben. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich habe das jetzt nicht vor Augen. Aber ich glaube, das hier ist richtig. Okay. Argentinien. Okay, jetzt machen die hier so. Ist da ein Gesicht drauf? Ich glaube nicht. Oh, doch. Okay, Gesicht, das sah so kindlich aus. Ist ja so, ja, jetzt hätte es ein Kind gemalt. So, Atletico Madrid. Ich weiß es nicht, ich gehe hier. Okay, Arsenal London. Ist die Kanone nach links oder nach rechts gerichtet? Nach rechts. Ja, das ist easy, ne? Kennt ihr auch. Audi hat nur vier Ringe, nicht fünf. Balenciaga, glaube ich, hat diesen, wie nennt man das? Was ist das für ein Zweig, für ein Kranz? Ehrenkranz ist es nicht, oder? Weiß ich nicht. Jedenfalls glaube ich, dass es nach oben ist. Barbie. So, an die Mädels oder an die Jungs, die gerne mit Barbie spielen. Wo ist der Unterschied? Ich glaube, Barbie guckt nach links. So, was haben wir hier? FC Barcelona? Ist es. Das sieht irgendwie. Gefällt mir das nicht mit dem Kreuz hier rechts, deswegen ich gehe hier. So. Batman sollte klar sein. Sei denn, die haben es geupdatet. So, FC Bayern München. Ich habe jetzt, glaube ich, 12 Mal so gesagt, aber ist nicht schlimm, wa? Ich glaube hier. Ben & Jerry's. Die haben safe nicht das Eis da drin. Ich glaube, das ist das Unzeichen ist dort zu sehen. Blockbuster? Blockbuster, das sagt mir jetzt nichts. Stehe ich auf dem Schlauch, sorry. Ich gehe mal hier mit, das sieht cooler aus. Okay, es geht nicht nach cool aussehen. Wenn ihr es gewusst habt, seid ihr schlau. Wenn ihr es nicht gewusst habt, seid ihr wie Gockel. BMW. Ich glaube, dass es nicht blau oben und unten ist. Ich glaube, es ist versetzt. Brasilien. Wo ist der Unterschied? Bin ich jetzt blöd? Achso, hier sind mehr Sterne. Ich würde sagen, nicht so viele Sterne. Okay. Gut. Nee, ist in Ordnung. Können wir mit leben. Breaking Bad. Leute. Habe ich nie gesehen. Shame on me. Aber ich weiß nicht, ob da irgendwelche Zahlen sind. Ich gehe mal nicht damit. Die Leute, die Breaking Bad schauen, die werden sich jetzt kaputt lachen und sagen, Gockel, wie blöd bist du eigentlich? Business Tour. Sagt mir auch nichts. Was ist hier los? Leute. Business Tour. Wir gucken erstmal hier den Unterschied an. Seht ihr einen Unterschied? Ach so, die Schreibweise. Ja, ich gehe mal hier mit, das sieht cool aus. So, Bugatti. Hat Bugatti dieses Zeichen da oben? Ich glaube nicht. Ich meine, ich glaube doch. Boah, ich fahre mit dem Fahrrad. Woher soll ich wissen, wie das Zeichen von Bugatti aussieht? Okay. Burberry. Leute, was ist Burberry? Ich gehe hier mit.
Ja, ich gehe immer mit falsch, weil Burberry sagt mir 0,0 irgendwas. Also, wenn ihr das kennt, seid ihr gut. So, das sieht ja schon mal richtig kacke aus. Es sei denn, ihr habt es geupdatet, aber ich gehe jetzt safe mit links. Candy Crush, ist das rot oder blau? Ich hab's mal gespielt, aber ich bin mir nicht sicher. Ich gehe mal mit blau. Leute, was ist los? Okay. Capri-Sonne, das I hat, haben die einen I-Punkt oben? Leute, wenn ihr es wisst, ich gehe mal ohne I-Punkt. Ich habe Glück gehabt. Okay. Carhartt, ja. Ich muss ehrlich sein, ich gucke gar nicht so auf die Logos. Also, man guckt sie sich zwar an, aber ich präg mir die nicht ein. Jetzt wird's witzig. Jetzt wird's wahrscheinlich falsch. Ich weiß es nicht. Ich gehe hier mit. Okay, Glück gehabt. Carlsberg, ja. Bin kein Biertrinker, aber ist es englisches Bier, irisches Bier? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich gehe hier mit. Glück gehabt. Carl's Junior. Was ist Carl's Junior, Leute? Bin ich blöd? Ich gehe mit dem Stern. Cartier. Was sind das für Sachen? Was sind das für Marken? Ich weiß es nicht. Bin ich. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Man kann doch nicht allwissend sein. Ne? Das ist auch klar. Aber passiert halt. Was ist hier? Champion. Ich glaube, der I-Punkt ist rot. Ich mache mich hier zum Appell, Leute. Was ist los, Junge? Chanel. Ich gehe hier mit. Gott sei Dank. Cheetos. Cheetos. Haben Cheetos einen roten rote Umrandung? Wisst ihr es? Ich weiß es nicht. Okay, was haben wir hier? Chelsea. Ach, woher soll ich wissen, ob Blümchen oben oder unten? Ich sag Blümchen unten. Glück gehabt. Was ist das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Ich gehe einfach hier. Seht ihr, wenn man schnell durchrennt. China. Also, wenn es jetzt hier nicht rechts ist, dann esse ich einen Besen. Chipotle. Chipotle. Mexican Grill. Ja. Pff. Mexican Grill. Ich habe hier nur Dönerbude und Pizzaladen ringsrum. Das haben wir hier nicht. Zumal ich. Ach, keinen Unterschied erkenne, wollte ich sagen. Aber hier sind nur jeweils links und rechts ein Punkt und da sind drei. Ich gehe hier mit. Manchester City. Wir gucken uns das mal von der Entfernung an. Manchester City. Ach so, wie rum das Schiff fährt. Ich sag, das fährt links rum. Coca-Cola hat, glaube ich, diesen Punkt oben drüber. Ich glaube, ja, es hat hier zwischen, seht ihr das, zwischen dem A und dem C, den Punkt hat's. Kolumbien, ja, ist ein netter Versuch, aber wir gehen hier mit. Costa Coffee. Leute, kennt ihr Costa Coffee? Sagt mir gar nichts. Aber ich gehe mal hier mit, weil hier so Gründungsdatum steht. Vielleicht wollen sie mich auch in die Irre führen. Könnte sein, dass ich jetzt draufgehe. Nein, okay. Dänemark. Habe ich noch nie gesehen, eine Flagge, wo das Kreuz verkehrt rumgedreht ist. Deswegen gehen wir hier hin. Denny's. Denny's. Was ist Denny's, Leute? Jetzt mal ehrlich, wenn ihr das wisst, ja, seid mal so lieb und schreibt in die Kommentare. Was ist Denny's? Kenne ich nicht. Oh, hier. Dior.
Was ist der Unterschied zwischen dem hier und dem hier? Seht ihr einen Unterschied? Ich sehe es nicht. Ach doch, das R ist hier so. Aber ich glaube, das ist so strange, würde ich sagen. So straight nach unten. Aber ist es nicht? Ist es so gebogen, das R? Okay. Christian Dior, der wisst Bescheid. Hier bin ich auch lost. Habe ich auch nicht gesehen. Kein Plan. Gehen wir hier. Glück gehabt. Dominos. Ich glaube, der rote Punkt, der weiße einzelne Punkt ist unten. Oder? Ich weiß es nicht. Wir haben Dominos, wir haben mehrere Geschäfte, aber da gucke ich nicht so drauf, bin ich euch ehrlich. Also, zumal ich da nicht bestelle. Dunkin' Donuts. Ist, glaube ich, pink von der Schrift unten. Ist es nicht rot, glaube ich. Glauben ist nicht wissen, Leute. Also, das ist hier nicht so gut. Doritos. Doritos. Ach so. Okay. Nee, hat mich in die Irre geführt. Seht ihr? Nicht gut. Goggle, gar nicht gut. Oh, hier, meine Dortmund-Freunde. BVB, ich glaube nicht, dass da ein Punkt ist. Glück gehabt. Dr. Pepper. Dr. Pepper, das ist, glaube ich, Cola oder so. Bin ich aber raus, weil ich keine Cola trinke. Ist da ein Bogen oder nicht, Leute? Also hier dieser geschwungene Bogen. Ich glaube nicht. Gut, man merkt es. Ich bin ahnungslos sein Onkel. Ich habe keinen Plan. Ägypten. Was ist der Unterschied hier? Was ist denn der Unterschied? Die Flügel? Ich weiß es nicht. Seht ihr einen Unterschied? Ich gehe einfach schnell hier durch. Ja, ich habe keinen Unterschied gesehen. Sorry, Ägypten, dass ich deine Flagge nicht kenne. Ja, England oder Great Britain. Wir gehen hier lang. So, Evian, Evian, Evian. Ist da der I-Punkt? Ich sag ja. Und dann endet das Video auf jeden Fall. Ich gebe euch mal kurz hier die Möglichkeit. Evian. Kriegt das raus? Ich gebe euch Bedenkzeit. Evian. Ohne I-Punkt. Mit I-Punkt. Okay, Bedenkzeit ist um. Wer denkt hier? Und wer denkt hier? Wir gucken. Ich sag mit I-Punkt. Okay. Dann würde ich sagen, endet das Video hier auch. Hier seht ihr, was noch kommt. Könnt ihr selber mal spielen. Mapcode ist oben eingeblendet. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sind auf dem Weg zu den 150 Abonnenten. Wäre cool, wenn wir das bis Ende des Monats schaffen. Danke für euren Support und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein und macht's gut.